Und willkommen, wir machen noch eine Runde mit unserem Druiden-Deck. Wir probieren nochmal schön einzusteigen und nochmal eine Runde zum Spielen. Und denkt bitte immer dran, goldene Karten hinterlassen nach der Entzauberung eine Menge Staub. Das ist schön. Das Deck an der Seite seht ihr links hier. Ihr könnt es gerne nochmal entsprechend nachspielen oder nachprobieren. Ja, es ist ein laufendes Deck. Das heißt, wir probieren eigentlich immer eine schöne Antwort zum Finden für unsere Gegner und haben dann hier im Endbereich halt eben trotzdem schöne Möglichkeiten mit gerade Druide der Klaue oder so. Gegen Gul'dan. Und ich denke, wir werden recht viele kleine Sachen wegmachen müssen. Ich muss die Wildnis schützen. Weil ich glaube, wir finden wieder hier ein ganzes Pfund dieser ekligen kleinen Tiere. Feendrache lassen wir mal drin, der kann nur durch seine Diener weggemacht werden. Brankenhieb lassen wir weg, wenn er so eine ganze Reihe spielt. Dann haben wir zumindest mal ab der Runde 4 unsere Ruhe und der Rest nehmen wir mal raus in der Hoffnung, dass wir noch irgendwas Kleines bekommen. Eine Klaue oder sowas. Und eigentlich sieht es fast genau gleich aus. Aber das ist gut, wir haben die Münze bekommen. Und er spielt wahrscheinlich wieder den Blauen. Ich grüße euch. Grüße. Okay. Wir spielen gleich unseren Feenwagen aus. Das war's. Dass wir hier ihm ein bisschen was hinlegen. Er kann ja nichts dagegen tun, schön. Oder sollte nichts dagegen in der Hand haben. Und ich möchte einfach mal gleich so eine gewisse Ruhe hier drin haben. Weil dann können wir auch in der nächsten Runde unsere Heldenfähigkeit spielen. Okay, sieht aber so aus, als ob wir ihn gleich opfern können. Weil, sollen wir ihn draufstehen lassen? Ich würde sagen, ja. Wir lassen ihn mal stehen. Er sollte ihn eigentlich nicht direkt gleich buffen können. Ich möchte ihm einfach mal so eine gewisse Hausnummer gleich geben. Beziehungsweise wir haben ja gleich. Legt diesen Apfel auf euren okay, Kopf! Okay, er spielt ein Messer schon, den sollten wir wegnehmen. Okay, er hat ein Gegenfeld gemacht. Gut, der muss natürlich weg. Aber. Naja, wir ziehen da doch jetzt halt eben 4 Schaden rein. Aber muss leider sein. Ja, schade. Es war ein schöner Start, aber. Ja, manchmal läuft's halt. Und er spielt auch mit dem Drachen. Kann ich Bedarf würfeln? Gut. Jetzt räumen wir ein kleines bisschen aus. Auf. Damit könnten wir nur 3, hiermit können wir aufräumen. Und ich glaube, das machen wir auch. Der muss weg. Macht nur Auto. Wir gewähren ihm die Kappe. Und nächste Runde können wir uns hier gegen ihn ein bisschen wehren. Nochmal. Lass die Schmerzen sprechen. Gut, einen 4er. Dafür müssten wir 3 Schaden. Der macht natürlich nicht viel. Ich würde sagen, wir spielen einen. Was tun? Geht hier und den Feuerwichtel wegnehmen. Für die Wildnis. So. Den könnten wir auch wegnehmen, aber ich denke mit 2 Schaden nehmen. Das war's. So. Er hat 4 Schaden auf dem Deck liegen. Er wird nicht direkt unseren Yeti angreifen, aber er wird den Yeti natürlich probieren, irgendwie wegzunehmen. Dämonen sind eine ärgere Bedrohung als der Feendrache in einem Hexi-Deck. Und jetzt kann es natürlich sein, er schaut, ob er eine große Karte hat. Und er spielt uns einen Yeti, den können wir wegnehmen. Das ist schön. Die schmeißen wir ihn auch weg. Und
mal. Hier noch einen Grund. Noch weniger Schaden zu machen. Und jetzt wird wahrscheinlich weltliche Ängste in Kombination mit ihm kommen. Nehme ich an, damit er einfach noch eine Karte ziehen kann. Und spielt er die weltlichen Ängste? Er wird natürlich lieber auf ihn hier direkt einen Schaden machen. Legt diesen Apfel auf euren Nein, Kopf. Er spielt einen Messerjongleur. Ja, ich habe noch einen zweiten Platz. Und natürlich bekommen wir den nicht. Ich würde sagen, wir brauchen einen kleinen Tank, an dem er sich ein bisschen abreagieren kann, wenn er schon so viel hat. Wo soll ich zuschlagen? So, einmal. Zusätzlich können wir ihn noch gleich wegnehmen. Fitness. Wir nehmen natürlich logischerweise den Feuerschaden weg. Und hoffen, dass er nichts Schönes hat. Es liegen 6 Schaden drin, das heißt, er könnte noch 2 extra Schaden auf uns drauf machen. Zur Not haben wir in der nächsten Runde ja nochmal einen Tank, den wir spielen können. Und dann nochmal einen Tank. Also, es sollte eigentlich. Ah, okay, er will sich. Lass diesem Herzen sprechen! Okay, das ist einmal. Hä? Warum das? Ich meine, er lag im Vorteil und gibt dann auf. Okay, Schweden, ich kapiere es nicht. Ich danke euch aber trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr eine Erklärungsmöglichkeit, warum er jetzt aufgegeben hat. Ich kapiere es nicht. Okay, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.